Ja, Toto mit Rosanna und lange dauert es lieber, dann greife ich zum Telefon und da kommen sie dann zur Olympiade 1986 war es, glaube ich, in Seoul. Da hatten sie einen Riesenhit, damals noch unter The Winners mit Go for Gold und den Sänger und die Sängerin habe ich gleich am Telefon. Freut euch drauf. Gary, mach dich bereit. Gleich rufe ich dich an. So, ich habe mein Telefon schon in der Hand. Und natürlich auch die Nummer parat. Und da rufe ich doch mal glatt an jetzt. So, es müsste klingeln. Ja, es klingelt schon. Hallo. Hallo. Entschuldigung, kennen Sie diesen Titel? Go for Gold kenne ich, ja. Hi, Gary. Sehr gute Erinnerungen. Ja, 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 ja. Ja, cool. Coole Nummer. Coole Nummer. Ohne Zweifel. Ja. Das war so. War ein Riesenhit von euch, ne? Oder? Ja, das war eine schöne Zeit, Uli. Go for Gold hat immer was Gutes an sich. Ja. Go for Gold ist immer gut. Weshalb habe ich ihn jetzt wohl gespielt? Ja, sehr schön. Okay. Cool. Gary, du bist auf den Kanaren. Ja, wir sind hier auf Gran Canaria, wie jedes Jahr auch. Zu Weihnachten sind wir hier, feiern mit den Freunden, genauso wie in Deutschland, auch nicht anders. Okay. Wir haben einen kleinen Weihnachtsbaum, haben wir da. Ja, der Unterschied ist halt da, dass hier häufig die Sonne scheint und wir haben jetzt 22 Grad und es ist etwas angenehmer wie in Deutschland. Deswegen flüchten wir immer Weihnachten. Gary, wir kennen uns ja auch privat ganz gut. Ich war ein paar Mal bei dir. Ja, sehr gut auch, ja. Habe ich mal eine Frage. Ja. Vermisst du deinen Kachelofen auf Gran Canaria? Mein Kachelofen aus meinem Häuschen in Deutschland, meinst du jetzt? Ja, den meine ich. Nee, den vermisse ich eigentlich nicht. Gut. Den vermisse ich nicht, weil wir haben ja hier selten unter 20 Grad und da brauche ich den Kachelofen eigentlich nicht. Ja, weil ich erinnere mich immer, wenn ich dich angerufen habe in Hof, hast du mal gesagt, Uli, ich friere. Ja, da stehe ich immer am Kachelofen. Ganz genau. In Deutschland, wenn wir zu Hause sind, da stehen wir grundsätzlich am Kachelofen. Okay. Das ist sehr erfroren. Naja, gut. Ja, du weißt ja, die Kanadischen, die Spanier, also ich meine jetzt Jenny und Gary, die Spanier, die sind halt einfach das warme Wetter gewöhnt. Und ja, in Deutschland ist es halt leider immer ein bisschen frostig. Okay, und deshalb wart ihr ja vom halben Jahr bei mir. Nee, halbes Jahr ist noch nicht ganz her. Da haben wir einen Weihnachtslied aufgenommen. Ja, das war im August war das, Uli. Ach, im August, das war das. Genau. Ja, Ende August. Genau. Ja gut, das sind 4 Monate, okay. Ja. Da war doch schöne,
schöne Aufnahmen gemacht bei dir, hatten viel Spaß. Ja. War sehr schön. Und ja. Wir werden nächstes Jahr noch einen anderen schönen Weihnachtstitel machen. Ja, ich würde sagen, im nächsten Jahr machen wir noch einen Weihnachtstitel dazu. Genau. Und dann den wir heute hören, ich nehme an, den hören wir dann später bei dir in der Sendung. Ja, klar. Den packen wir mit auf die CD und veröffentlichen dann eine Single im nächsten Jahr, weil dieses Jahr war ja nur der Titel, das war ja nur spontan und dann ist ja auf diesen Sample mit draufgekommen, ne? Ja, richtig, richtig. Ah, richtig. Single gibt es ja eigentlich nicht davon, wenn man so. Nein, dieser Sampler, der weihnachtliche Adventskalender, da ist es ja mit drauf. Genau, aber man kann trotzdem den Weihnachtstitel von uns, glaube ich, separat downloaden. Ja, also nur den überall, ja. Klar. Ah ja, genau, dann ist es eigentlich Single auch, ja. Genau, stimmt. Genau, das ja. Kann ich nur allen Hörern empfehlen. Einige haben das auch bei mir gekauft, die komplette CD. Ah, cool, ja. Die haben so wir haben ja auch schon, wir haben ja auf Gang der Reihe, wir hatten ja gestern einen kleinen Auftritt zum Free-Shoppen, das ist am Strande von Inwels. Okay. Und ja, das ist jede Woche Sonntagmorgen um 11 bis 2 geht das und dort treten wir häufig auf und da waren wir gestern Morgen, haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht, CDs verkauft. Schön. Ja. Ja, Gerry. Trotz, dass ich sehr erkrankt bin, ich habe zurzeit eine wahnsinnige Grippe gekriegt, ich weiß nicht, vom Fliegen wahrscheinlich diese Klimawechsel oder das mit dem Flugzeug, mit dieser Klimaanlage, das ist immer so eine Sache, wo man dann immer keine Erkältung, ja nicht immer, aber manchmal kriegt man dann so eine komische Erkältung. Ja, ja. Ist mir auch öfter so gegangen. Geht auch im Auto manchmal so, wenn man die zu tief einstellt, bam, hat man dann weg. Stimmt, ja, in Deutschland geht es uns auch genauso. Deswegen in Deutschland Klimaanlage verwenden wir eigentlich nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil es auch nicht gut für die Stimme, da hatten wir immer gleich ein bisschen Erkältung. Okay, ja, wie geht's überhaupt dir, Uli? Wie geht's hier in Deutschland? Ist es kalt oder geht's? Nee, es geht noch. Also morgen sollen wir 15 Grad kriegen und Sturm. Ja, das ist ja klasse. Ja, ja Sturm super, ist nicht so klasse, aber die 15 Grad sind noch prima. aber nicht prima für die Leute, die gern Schnee haben, ne? Ah, Gerry, zu Weihnachten hätte ich lieber weiße Weihnacht, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß, ich kenne das. Ich habe ich hab's ja auch schon oft mitgemacht. Das ist ja auch schön. Okay. Schnee, ja. Du sprichst ja auch perfekt Englisch. Yes, I speak very good English, Uli. Okay, please send Jolanta Westrow in Stockholm. That's what I wanted to ask you, if I can send some greetings to Jolanta. Okay, I'm going to send some greetings now. Hello, Jolanta, I hope you hear me. Here in Gran Canaria, Jenny and I, and we want to send you a very, 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 very nice Merry Christmas and a Happy New Year to Sweden. And we love you, Jolanta. You know it. Super. Gleich platzt der Stream bei Facebook. Cool, cool, ganz cool. Okay, sage mal, bevor ich den Song spiele, ist Jenny auch in der Nähe? Ja, du kannst du gern mal haben. Die hätte ich gerne mal. Wir sind heute nämlich extra zu Hause geblieben. Du weißt hier, wir haben hier noch ein kleines Zuhause hier auf dem Kanal. Wir sind heute extra hier geblieben, weil du ja gesagt hattest, du rufst an. Ja. Ganz genau. Okay, ich gebe dir Jenny mal und Uli, dann, wir telefonieren mal. Wir telefonieren auch, klar. Dann wünsche ich allen Hörern ein Merry Christmas and a very Happy New Year. Danke, Gerry. Lieb von dir. An allen KTL-Radiohörer. Super. Besser geht's und gar nicht. Und übrigens, wir haben es jetzt auch gerade laufen. Wir hören sie auf Gran Canaria genauso, KTL-Radio. Klasse. Klasse, okay, das freut mich. Super. Uli, hat mich gefreut, war mich cool. Mich auch, Gerry. Und danke. Und heute toll hat allen Geld. Ciao. Ciao, tschüss. Ciao. So, hallo, Uli. Hi, Jenny. Alle KTL-Hörer vom Radio. Wie geht es dir? Gut, mir geht's gut. Prima. Ich wollte euch... Bin gesund und munter. Ja, das ist die Hauptsache. Und ich bin gerade auf der Terrasse und mache schöne leckere Bratkartoffeln. Da kannst du mal rüberfliegen. Ich rufe immer bei euch an, wenn ihr am Essen seid. Ja. Habe ich immer Glück. Schön Bratkartoffeln mit Fisch. und nein, ich komme nur, wenn du sagst, du machst wieder Spaghetti Bolognese. Wie neulich ja, in Hof. Ja, mach ich auch für dich. Flieg das doch mal rüber ich. Auf die Insel. Hier schön. Danke, Jenny. Jenny, ich wollte dir an sich auch nur noch, ich habe jetzt mit Gerry ein bisschen telefoniert. Ja. Eine schöne Weihnacht wünschen, einen guten Rutsch auf Gran Canaria ins neue Jahr.
Ja. Und in der Hoffnung, dass wir uns nächstes Jahr frühzeitig wieder treffen, was gemeinsam machen. Wir haben ja ein bisschen was vor. Mhm. Mhm. Ja. Und, was Schönes haben wir vor. Mhm. Bitte? Was Schönes haben wir vor, ne? Ganz genau, das verraten wir jetzt aber noch nicht ganz, oder? Nein, das dürfen wir nicht verraten. Eben, das ist eben. Geheimnis, eben. Überraschung. Ist ein Geheimnis. Ja, ich spiele jetzt gleich den Titel Weihnachten auf Gran Canaria. Das bietet sich, das muss ich ja jetzt machen, weil ihr seid auf Gran Canaria. Weißt du, was das Beste ist hier auf Gran Canaria? Da kannst du ganz viel mit Knoblauch kochen. Jeden Tag schön Knoblauch, ne? Da riecht's ja keiner. Und dann gehe ich ins Meer schwimmen, dann knabbern mich die Fische immer an. Oh. Ja. Aber kein Haifisch. Naja, weiß ich nicht. So, ab und zu zückst du mich mal hier und da. Und, aber das sind so Fische, die mich mal anknabbern wollen. Ja, pass auf, aber dass es kein Haifisch ist. Dann müsste ich mir Sorgen machen. Nein, Haifisch, ja, das würden die wahrscheinlich sehen, die hier aufpassen. Ne? Das ist interessant, echt hier am Strand. Okay. Ansonsten ist es ja wunderschön. Und ich grüße auch ganz herzlich alle Hörer vom KTL-Radio. Auch Merle, ne? Sag mal einen schönen Gruß. Das werde ich machen. Deine Frau Katja. Ja, klar. Kathi, ne? Ja, klar. Und, ja, ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und ja. Okay, das wünsche ich euch auch und jetzt spiele ich euren Weihnachtstitel. Ja, toll, freue ich mich. Weihnachten auf Gran Canaria. Ja, schön. Jenny, frohes Fest, schönen Heiligabend, schöne zwei Feiertage, guten Rutsch. Ja. Aber ich melde mich nochmal zwischen den Tagen bei euch. Okay, machen wir. Einverstanden? Okay. Okay, also, ich danke dir, mach's bald, gut. Uli. Ja, und grüß Gary nochmal. Ciao. Mach es, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, hier kommt Turinas. Mit Weihnachten auf Gran Canaria. Und wie sich das anhört, hört genau zu. Wenn der erste Schnee fällt, dann ist es so weit. Unsere Koffer stehen zum Abflug schon bereit. In den Flieger, weit weg von hier. Wenn Schnee fällt, steht Weihnachten vor der Tür. Merry Christmas and a Happy New Year. Weihnachten und die Palmen, so feiern wir. Merry Christmas and a Happy New Year. Sonne scheint zu. Also bei Amazon kann ich den Titel immer noch runterladen. Immer noch, es ist noch nicht Heiligabend. Auf Amazon.de der adventliche Weihnachtskalender eingeben und schon gibt's Weihnachten auf Gran Canaria. Liegt ein Surfbrett und wir surfen hin und her. Einen Schneemann bauen aus weißem Sand. Wir laden alle Freunde ein zum Badestrand. Tja, Gary und Jenny, ich soll euch auch lieb grüßen von allen Chattern hier bei KTL Radio. Weihnachtsplätzchen. Das hat gerade der Peter Stolz geschrieben, zusammen mit seiner Frau Rosi. Mit einer Schaufel bunten Muscheln in der Hand. Und sie schreiben ganz genau an euch beiden liebe Grüße aus dem Chat und frohe Weihnachten und viel Erfolg. Scheint zu weinen.